Garding? Mensch, wo war noch Garding? Ah, da war doch irgendwas mit Musik und Nordsee. Na, schauen wir mal nach. Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Nordfriesland, Eiderstedt, St. Peter-Ording. Da war ich doch mal im Urlaub. Garding, das ist doch dieses wunderbare kleine Städtchen mitten auf der Halbinsel Eiderstedt, wo jeden Sommer das Musikfest des Nordens stattfindet. Okay, auf geht's! Die Musikantenbörse Garding ist eine Veranstaltung, wo wir an 8 Abenden in Garding Live-Musik anbieten. Und zwar auf insgesamt 4 Bühnen, 3 Open Air und eine Indoor-Bühne und im zweiten Jahr eine offene Bühne im Garten des Café La Crema. Diese Veranstaltung wird durchgeführt vom Verein Musik für Garding e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Garding musikalisch zu beleben. Und es ist mittlerweile die 16. Musikantenbörse und wir haben in diesem Jahr insgesamt 56 Bands bzw. Solisten, die hier in Garding auftreten. Wir sind das Pulsar-Trio aus Potsdam. Das ist Beate Wein, unsere Tastenfee, mit den Fingern. Mit den flinken Fingern. Das ist Matthias Wolter, unser Hai an der Sitar. Ich spiele die 18 Saiten auf der Sitar ganz flink. Ich habe auch Finger. Ja, auch Finger. Sitarfinger, ganz speziell. Schaut mal. Kleine kaputte Sitarfinger. Und unser Längster mit den langen Armen, der gut spielen kann, ist der Aaron. Der spielt Schlagzeug. Genau. Wir machen World Jazz. Pop Punk. Minimal. Wie kommt ihr jetzt gerade hier auf nach Garding Musikantenbörse? Wie kam das? Da muss ich auch mal überlegen. Ja. Ich glaube, ich habe gestöbert im Internet mit meiner Nase ganz gestöbert und habe es dann entdeckt und fand es total sympathisch und habe mich gemeldet und sofort hat Rainer sich zurückgemeldet und hat gesagt, das ist cool, das wollen wir hier bei euch haben. Also das wollen wir hier haben. In Garding, deshalb sind wir da. Angefangen sind wir 1998 mit der ersten Musikantenbörse und zwar ist die entstanden aus einer Idee, die Knut Kiesewetter hatte. Knut Kiesewetter lebt hier in Garding und ist ja nun hinreichend bekannt. Und er hatte die Idee, eine Musikantenbörse durchzuführen. Das bedeutet, dass Musiker sich früher beim Arbeitsamt vorgestellt haben, um Gigs zu erhalten. Das nannte sich Musikantenbörse. Und das meinte er, das könnte man doch auch in Garding machen. Ja, hier haben wir die Kontorbühne. Und zwar, weil die Gaststätte Kontor gegenüber liegt. Und hier auf diesem Parkplatz spielen nachher auf dieser Bühne die Bands. Wir müssen heute Abend die Kontorbühne ab und sind dann bei der Vorbereitung jetzt. So wie jeden. Der erste Abend ist immer so ein bisschen schleppend, weil man muss sich erstmal wieder einspielen, aber ja, blöd. Wir sind die Band Dance On. Wir spielen Musik aus den 60er Jahren, Musik unserer Jugend, die uns gefallen hat, als wir jung waren.
und sind seit 4 Jahren zusammen. Keiner ist mehr berufstätig, alle sind im Rentenalter und haben Zeit, jetzt Musik zu machen. Und wir ziehen in Schleswig-Holstein von Fehmarn bis Nordstrand, Flensburg, Husum bis Lauenburg runter. Heute spielen wir auf der Hopfenmarktbühne und hoffen, dass wir wieder so viel Publikum haben wie im letzten Jahr, das kräftig vor unserer Bühne getanzt hat. Wir sind die Bad Bobs und wir sind heute hier Gast auf der Musikantenbörse in Garding. Das machen wir schon seit einigen Jahren und wir sind unglaublich froh, wieder dabei zu sein. Wir sind nicht nur dabei und machen hier Musik, sondern wir sind auch eine Band, die tatsächlich in dem Verein Musik für Garding Mitglied ist und regelmäßig zahlt für diese Sachen. Open up your food cage. Dort haben wir Keile, das ist der junge Mann, der Herz umgekehrt drauf, das T-Shirt. Dort haben wir Jürgen am Bass, Stefan an der Gitarre. Wir haben den mit Hut, kenne ich nicht. Achso, das ist, jetzt kenne ich ihn. Guck mal, das ist Pille, der spielt Klavier bei uns. Dann haben wir hier unseren Peter, der spielt das Saxophon. Ich spiele gelegentlich Trompete ab. Aber vor allen Dingen hier, letzten Endes, unser kleiner Blickfang. Und dort können wir das Mikrofon und die Kamera drauflassen. Das ist Lisa. An den Abenden ja, während der Musikantenbörse haben wir rund 25 Helfer, die hier die Bühnen mit aufbauen, die Müllsäcke mit wegschleppen, auf- und abbauen, Tische und Bänke hinstellen und so weiter und so weiter. Also was machen wir hier wohl? In die Anfangszeit also bauen wir den ganzen Kram hier auf. Ja, genau. Und ja, manchmal bauen wir auf, manchmal bauen wir ab. Ja. Also meistens Bänke, Tische, Trinken. Absperrung. Ja, aber eigentlich sorgen wir dafür, dass wir hier ganz viel Spaß alle miteinander haben, ja. Nicht wahr? Ja. Jetzt geht's los! I'll be there one day. Yeah, until I get a baby. What I can't do is hope and pray. Alright, Frank, one more time. Wir sind angefangen mit ein paar Bands auf 2 Bühnen. Mittlerweile haben wir 4 Bühnen. So long, it is so long ago, but I still got the blues for you. Die Magic Spoons aus Elmshorn. Wir machen Blues, Rock und Pop unplugged. Bernd Franz am Bass. Hi. Heinz Grosser am Schlagzeug. Hi. Wir haben Andrea Löndorf als Sängerin. Hallo. Und ich spiele Gitarre und ich bin Florian Löndorf. Wir spielen heute hier auf der Musikantenbörse um 19 Uhr auf der Kontorbühne und wir freuen uns, dass das alles so reibungslos klappt. Gutes Wetter. Genau, schönes Wetter, wie bestellt. Und wir hoffen, dass wir alle zusammen viel Spaß dabei haben werden. Den werden wir haben. Mit Sicherheit, genau. Im Vorstand haben wir einen, der das Heft macht, 144 Seiten Broschüre, ein geniales Heft. Wir haben einen, der sich um die Bühnenbelegung kümmert, das ist der Andreas Daniel.
und wir haben einen Marktmeister, wir haben eine Jugendbetreuerin und wir haben natürlich einen Chef. Blue Jean, babe, just left for a try. Ohne die vielen Helfer ginge auf der Musikantenbörse nichts. Doch auch das muss organisiert werden. Dafür ist Dorothee Ebels zuständig. Sie koordiniert alle Helfer und, auch das muss sein, beschriftet die Tafeln an den Bühnen mit den jeweiligen Bands, die an einem Abend da sind. Außerdem kündigt sie Bands an und stellt dem Publikum den Verein Musik für Garding vor. Gefällt. Wenn Sie Lust und Spaß haben wie wir an der Musik, dann wären Sie doch einfach Vereinsmitglied für 12,78 €, also ehemals 25 D-Mark, und daran wird auch nichts geändert. Dann haben wir seit 2 Jahren die offene Bühne im Café La Crema im Garten. Dort können sich Musiker anmelden, frei spielen. Sie sind halt nicht in unserem Programmheft vertreten, aber so ist letztes Jahr ein junges Talent nach vorne gebracht worden, nämlich Juviola. Heute in Indien sah ich was Langes am Ganges. Wir sind Kalle und Colli. Kalle, Colli und haben heute Dörte mit, die bei uns auch mitsingt. Wir waren am letzten Dienstag schon hier im Café La Creme. Ja, genau. Ja. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, die hübschen alten Lieder der 50er Jahre zu singen. Das ist nämlich unser Spezialgebiet. Sowieso, ja leider, sitze ich hier an der Eider. Und hier sind wir gekommen, weil es so schön ist hier in Garding. Weil diese, wie heißt denn das hier? Das ist Musikantenbörse, ne? Musikanten. Weil es das Prinzip der Musikantenbörse so gut gefällt. Die ganze nice Stadt. Ich will nicht noch mehr besitzen und ich will auch. Wir sind zauberhafte Welt der Tiere. Das ist Mirek, ich bin Susanna. Und wir machen lustige Lieder. Mit robuster Romantik, sagt Mirek. Also Mirek spielt Gitarre, ich spiele Pumporgel oder Quetsche, sagt man auch dazu. Mirek kommt aus Prag und ich bin in Hamburg geboren. Aber kommst du, das weiß keiner. Keiner weiß, wo ich eigentlich herkomme. Wir sind froh, dass wir diese Veranstaltung allein über die Bühne kriegen können, mit Sponsoren. Natürlich sind wir dankbar für die Sponsoren, zum Beispiel Thomas Andresen, der uns die Anhänger zur Verfügung stellt. Anhänger sind die Bühnen. Die bekommen wir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich eine große Hilfe für uns. Die Kneipen schreit, weder Gott in die Welt noch sonst was begreift. Denke ich einfach nur daran, wie ich dir verkaufen kann. Ich wär ein Dichter, ein Dichter. Oh yeah, ich weiß, stehst du drauf, schnell bin ich nicht auf. Nee. Am zweiten Dienstag der Musikantenbörse ging es dann auf der Hopfenmarktbühne los mit der Hamburger Band Elbrock. Das Quintett um die Sängerin Nicole Strauss hat mit Interpretationen von Songs der Beatles, Tina Turner, U2 bis zu Sheryl Crow, Led Zeppelin, AC/DC und vielen mehr den eigenen Elbrock-Sound kreiert. Und wir haben pro Band einen Paten. Pate ist eine Firma aus Garding, die sagt, wir übernehmen die Patenschaft für diese Band. Sie werden dann vorgestellt vor dem Auftritt oder können sich selbst vorstellen und auch die Band vorstellen. Und das ist natürlich auch für uns eine große Hilfe. Finanziell kriegen wir das Ding dadurch gewuppt. Moin
Moin Moin, ja, wir sind das Magnolia Akustik Trio aus Hamburg und wir freuen uns sehr, heute Abend im wunderbar sonnigen Garding zu spielen. Ist natürlich toll, das Wetter ist jetzt besser. Wir freuen uns, der Sommer fängt jetzt endlich an, hoffe ich mal. Wir machen Covermusik von einer ganz eigenen Art. Wir covern sehr bekannte Stücke aus dem Pop- oder Rockbereich. Es ist eigentlich alles dabei für jeden Geschmack. Und wir setzen das um auf Swing, Jazz, Bossa Nova, bisschen Weltmusik, bisschen Pop ist dabei. Und ich denke, da freut sich jeder heute Abend. Der Mann am Bass hier, das ist João Gilberto, unser Weltmusiker aus Portugal, südlich von Porto. Er hat zwar keine Ahnung vom Fußball. Das ist unsere Sängerin Jenny Johansen, die bringt das Nordische ein und ich bin Markus Krasin und ja, ich bringe sozusagen das jazzige Bossa Nova-like ein. Ja, wir sind auf die Musikantenbörse gekommen, weil der Wirtschafts Lütt Mattens uns gefragt hat, ob wir Lust haben, mal hier zu spielen. Und da haben wir den wahnsinnig weiten Weg aus Hamburg hoch in den Norden genommen und sind natürlich hier. Der Infostand. Wir informieren die Gäste, die hier alle vorbeilaufen, was es hier alles an Musik gibt. Wir verkaufen Kaffee und ja, verteilen viel Spaß. Die Leute kommen, wollen was wissen, freuen sich, dass wir da sind. Es geht vor allem die Information, welche Gruppen spielen hier in diesen 8 Wochen, wo die Musikantenbörse läuft. Und das ist wunderbar. Also dieses Heft wird Jahr zu Jahr umfangreicher, besser, schöner. Und da kannst du nachlesen, blättern und gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo mag ich hingehen. So, Freunde der Sonne, Scheißkapelle geht gleich los. Ein bisschen stressig, wir sind 3 Minuten nach der Zeit. Das hier, wer ihn noch nicht kennt, so live und nah und im Hellen habt ihr ihn noch nie gesehen, Archie, unser Frauenschwarm. Kai, nicht Kai, das ist ja Uschi. Uschi sucht noch eine junge Frau zum Mitreisen. Mehrere. Nina Muscuri macht sie noch ein bisschen hübscher. Oh. Unsere erste Sängerin, unsere zweite Sängerin, Katharina, damals aus Paderborn, ist heute live dabei. Ollis allererste Single. Unsere dritte Sängerin direkt daneben. Und unsere zweite Sängerin, Lutz. Nein, Lutz Speichel spielt Posaune bei uns. Das älteste Mitglied direkt nach Ulrich Helmut, Opa G. Günni an der Thrombose. Direkt daneben Herrn Ross, wer kennt ihn nicht? Unser Maskottchen Ulrich Helmut versteckt sich immer noch ein bisschen schüchtern. Riecht streng. Schön, riecht oder? Streng, also das ist nicht die Fischbude. Ja. Kai Hawaii, Hanno, ein Traum im DDR-Look. Dann, ich würde sagen, wir starten einfach, Freunde. Wir sind eh schon spät dran. Ja, spielen wir noch nicht. Ja. Wir machen jetzt einmal kurz. Au, ja! Es geht los, dass Dienstagmittag die Parkplatzschilder angebracht werden. Das heißt, damit ab 18 Uhr hier keine Autos mehr stehen und wir aufbauen können. Und um 17 Uhr, wenn schon Musiker ankommen, sehen sie, da steht ja noch gar nichts. Was ist das denn? Naja, dann geht's eigentlich erst los. Dann kommen plötzlich aus allen Ecken die Helfer und dann steht plötzlich eine Bühne da. Dann kommen die Imbisswagen, stellen sich dahin. Dann kommt der Fischwagen und stellt sich dahin. Und irgendwann wird da so ein Pavillon stehen. Dann kommt die Technik, wird aufgebaut und viele, viele, viele wuselige Hände und irgendwann um 19 Uhr steht der ganze Kram, das heißt 18.30 Uhr und die Bands bauen so langsam ihren Kram auf und um 19 Uhr erklingt der erste Ton. Jahreszeiten kommen und gehen, wie die Erde. Ich wollte euch jetzt Nordbad Hof vorstellen, die Band, die wir jetzt im Hintergrund hören. Das ist eine Band aus dem Kreis Segeberg, sind alle dort ansässig und geprobt wird in Nahe. Die Band hat sich im Mai 2011 gefunden und haben jetzt schon in dieser sehr kurzen Zeit ein Programm von fast 2 Stunden. Besonders haben die sich gefreut, dass sie heute hier auf der Musikantenbörse spielen können, weil das von allen Musikern als ein super Event angesehen wird. Und jeder, der hier schon mal gespielt hat, sagt, es bringt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Moin, wir sind Nordwald Hof, frisch nach dem Gig, glücklich hier in Garding. Ich bin Dieter der Bassmann.
Ja, ich bin der Holger, spiele die Gitarre und ich finde die Jungs richtig geil. Das macht richtig Spaß mit denen. Und ich habe gerade keine Hand frei. Ich bin Matthias, der Trommler, und ich liebe die Musik von Norbaton. Ich freue mich auf viele neue Stücke, die noch kommen werden, und ich freue mich auf nächstes Jahr in Garding. Ja, mein Name ist Mike. Ich bin der Sangesmann hier, der Sangesminne. Jo, ich bin jetzt Peter. Ich spiele die Rhythmusgitarre. Musikantenbörse, da hatte ich das große Glück, im Verteiler zu sein von dem Herrn Martens. Und da kommt eine Mail und ich erfahre davon und dann schreibe ich dem Andreas Daniel, glaube ich, heißt der gute Mann. Und auf einmal kommt eine Mail, ja, könnt ihr spielen. Und da haben wir uns gefreut, jetzt sind wir hier. War eine geile Sache. Kann ich jeder Band empfehlen, sich hier zu bewerben. Lohnt sich. Also Musikantenbörse ist wirklich die tollste Veranstaltung, die das auf Nordfriesland oder auf Eiderstedt gibt. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu fahren, einmal zu gucken, die ganzen Livebands, die ganze Atmosphäre zu genießen. Das ist einfach top. Ich bin Kati Fröse, 22 Jahre alt und ich mache hier auf der Musikantenbörse mit. Ich bin im Verein Musik für Garding mittlerweile Beisitzer Jugend und betreue die Kontorbühne. Ja, ich suche meine Band gerade, die ich gleich betreuen soll. Deswegen laufe ich hier gerade so ein bisschen rum und gucke, ob die schon da sind. Und ja, kümmere mich dann jeden Dienstag um die Bands und mache ein paar Fotos, auch für Facebook, und ja, ich kümmere mich ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile auch. Und wie gefällt dir das so? Ja, natürlich super, ne? Ja? Ja, jedes Mal, was ich hier bin eigentlich. Du bist ja auch Helfer hier und hilfst ganz toll mit, bist jedes Mal dabei, alle 8 Abende. Ja, 7 dieses Jahr. Ein Abend war ich in München. Ein Abend war in München. Aber das geht auch. Du hilfst so viel mit und ja, wie gefällt dir das hier? Ja, spitzmäßig, sonst wäre ich nicht jedes Mal hier. Ja. Ne? Zudem ich auch Anwohner hier bin, ich komme ja gar nicht drum rum. Ne? So, möchte ich aber auch nicht. Was kriegst du so mit von der Atmosphäre? Alles super gut? Super Atmosphäre, schöne Musik, nette Leute. Ja, und dann machen wir das Beste draus, ne? Ja, die fiesen Friesen bestehen aus 4 Mann. Wir sind heute auch komplett da. Das Bitten und Betteln hat nichts gebracht. Ich bin Gunda, ich bin die einzige Frau in der Band. Ich bin fürs gute Aussehen zuständig und für sonst nichts. Nein, ich singe und spiele Cello. Und stelle fest, ich kann's nicht. Ich bin Stefan, ich bin der Drummer und wir schaffen es in 120 Minuten 400 Leute vom Publikum zu verarschen. Das machen wir bundesweit, aber am liebsten hier oben in Schleswig-Holstein. Ja, ich bin der fiese Friese, der Kopf des Ganzen. Ich bin dafür zuständig, die Leute mir hops zu nehmen, auf die Bühne zu holen. Und das werden wir auch heute natürlich erfolgreich schaffen. Hallo, ich bin Paddy. Bürgerlicher Name ist Patrick. Ich bin für die tänzerischen Einlagen und für Percussion zuständig. Und Stefan muss ich auch ein bisschen widersprechen. 120 Minuten 400 Leute zu verarschen, schaffen wir nie, weil es sind nur 200 Leute im Publikum. Wenn ich dich sehe, wird mir so schlecht. Wird mir so schlecht. Bei dem Gedanken an dich bekomme ich Ausschlag. Oh, bitte spring doch aus dem Fenster. Spring schon. Ich warte unten und ich freue mich auf den Aufschlag. Was haben deine Eltern der Menschheit angetan? Warum legst du dich nicht unter eine Straßenbahn? Du bist nicht zu ertragen, du bist so widerlich. Die Welt könnte so schön sein ohne dich. Viel Glück mit uns. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier und ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin ganz überrascht über diese ganzen Menschenmassen, die hier sind und spielen tolle Bands. Also was ich bis jetzt gehört habe, war jedenfalls sehr gut. Und hier kann man noch was kaufen, was essen, irgendwie bummeln gehen und ist toll. Wie gefällt dir das hier? Heute Abend wunderschön. Nette Leute, gutes Wetter, Stimmung, gute Musik. Wie gefällt dir das? Ja, total gut. Es ist immer nett. Ich treffe sehr viele nette Leute. Es ist einfach schön hier. Ja, ich treffe immer sehr viele Bekannte hier. Toll. Ja, ist schön hier. Was sagst du zum Publikum heute Abend hier? Das ist sensationell. Alle gut drauf und richtig ausgelassene, gute Stimmung. Ja, ich bin Karin Segelke. Ich bin die Vorsitzende vom Förderverein für Kunst und Kultur. Wir sind hier im alten Rathaus, ein Kulturhaus in Garding. Und wir nehmen mit teil an der Musikantenbörse. Wir haben unseren Raum zur Verfügung gestellt und es macht viel Spaß, diese Dienstagsabende im Juli und August hier zu erleben mit den vielen Menschen.
Wir sind ein Verein von Künstlern und Kunstförderern. Und hinter uns die Wand zeigt Bilder von den aktiven Künstlern. Im großen Atrium, wo jetzt die Musik stattfindet, haben wir alle 5 Wochen wechselnde Einzelausstellungen und im Augenblick ganz toll die Cookies, unser künstlerischer Nachwuchs. Der hat eben, die Kinder haben hier jetzt eben eine Ausstellung mit ihren schönen Sachen, die sie gearbeitet haben. Herrlich verrückt ist der Titel. Thomas Reichert und der Künstlername ist Tom the Crow. Das heißt die Krähe und das kommt daher, weil ich so unheimlich glockenzarte Stimme habe. Dann bringe ich jetzt hier jede Menge Gitarren mit. Schau, ihr werdet euch jetzt fragen, wieso kommt hier ein Mensch mit 7 Instrumenten? Ne? Das ist natürlich eine durchaus berechtigte Frage und es ist keine Verkaufsveranstaltung und ich arbeite mit offenen Stimmungen. Also, was wir hier haben, eine Resonator-Gitarre, ein Patent aus den 20er Jahren. You better come on in my key. Warum bist du heute hier? Ja, weil die Musikantenbörse echt super ist. Das lasse ich mir nicht nehmen, im Sommer hier immer dienstags aufzuschlagen. Und mir junge und auch alte Kapellen. Ja, wir sind Holz, und Blech. Und ein Schlagzeug. Also 4 Bläser und einen Trommler. Und wir machen Musik. Eigentlich unplugged. Unplugged. Ohne Strom, aber eher nur wieder doch. Bei uns ist es umgekehrt als bei den meisten Gruppen. Nur der Schlagzeuger spielt elektronisch. Alles andere ist hier reine Handarbeit. Wir kommen aus Husum und Umgebung und aus Eiderstedt und Garding. Also aus der Region, eine regionale Band. Nachdem wir jetzt hier Eiderstedt und Nordfriesland erobert haben, ziehen wir bald hinaus in die Welt. So, jetzt Andreas ist auch mal Spitzbahn. Im Garten, ja. Ja, heute ist Bergfest. Das heißt, die 4. Veranstaltung von 8 Veranstaltungen hier bei der Musikantenbörse Garding. Und wir haben heute wieder volles Programm im Alten Rathaus. Da spielt die Gruppe Crazy Horse. Die deutsche Sprache wurde einst gemacht von braven deutschen Leuten und so hat sie natürlich ihre Deutsch. Ja, wir sind Crazy Horse, das heißt, heute sind wir Horst Dövre, eigentlich der Urhorst, also hier haben wir zu zweit angefangen, sind jetzt auf 4 angestiegen, nennen uns dann Crazy Horse. Zwischendurch hat der eine oder andere mal den Adlerhorst gemacht, der ist nämlich rausgeflogen, wir haben ihn gerade noch getroffen. Oh, mich hat der Papst gesehen, Halleluja! Stimmt, Musik. Hätte ich ja fast vergessen. Wir haben ja Musik. Ja, das auch. Ist irgendwas zwischen Folkenroll und Folkebilly hatten wir auch mal. Ja. Straßenmusik für drin. Aber wir haben jetzt auch ein Kulturprogramm für draußen, insofern gleicht sich das auch aus. Haben wir schon gesagt, wo wir eigentlich herkommen? Also das ist eine wunderbare Geschichte. Ich saß am Strand von Amrum und da kam so ein Bassist aus dem Wasser, sagte, er käme gerade aus Liverpool. Habe ich ihm nicht so geglaubt, aber irgendwie war es lustig. Wir haben ein paar Lieder zusammengespielt, merkten, dass das wohl passt und haben dann Crazy Horse gegründet. Ja. Auf der Lüttmattenbühne Jens P.
mind. You could be any woman if you like to be. Hallo aus Garding, mein Name ist Jens P. Ich komme ursprünglich aus Schleswig, bin dort Friseur und das erste Mal heute in Garding. Meine Musikrichtung geht so ein bisschen in den Akustikpop. Ich cover auch unter anderem die Kelly Family. Das ist eine sehr beliebte Band von mir und ja. Auf der Hopfmarktbühne, K-A-E, ich werd gar nicht wieder unschnackt wart, K oder ähnlich. Ja, hallo, ich bin Philipp. Ich bin Birte. Und zusammen sind wir das Akustikduo K und wir spielen heute Abend auf der Hopfenmarktbühne bei der Musikantenbörse in Garding. Da haben wir letztes Jahr schon gespielt und es hat uns so gut gefallen, dass wir dieses Jahr wiedergekommen sind. Und wir haben genau dasselbe Wetter wie letztes Jahr, was hervorragend ist. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch mal auf unserer Internetseite besucht. Das ist kmusic.de. Da gibt es ein paar Videos und unsere Musik zum Hören. Jo, viel Spaß noch. Vielen, vielen Dank. Und danach die Gruppe Lenkrad um 21 Uhr. Ja, hallo, wir sind Lenkrad. Ich bin Bernd, das ist Gudde, das ist Thies. Ja, wir sind heute zum ersten Mal auf der Musikantenbörse. Öfter schon mal zu Besuch hier gewesen. Wir machen Punkrock, teils gecovert, auch viel selbstgemachte Musik. Also wir sind hierher gekommen auf die Musikantenbörse, weil wir selber schon mal hier waren zum Zusehen und haben uns gedacht, wäre ja auch mal was für uns, hier könnten wir uns auch mal präsentieren. Und jetzt freuen wir uns einfach, hier spielen zu dürfen. Und vor dem Kontor spielt Roast Apple, eine ganz junge Band. Musik für Garding e.V. präsentiert Roast Apple. Einmal bitte einen großen Applaus. Ja, moin, ich bin Finn Bo von Roast Apple und wir bauen hier gerade ein bisschen auf. Wir sind eine ziemlich junge Band aus der Nähe von Nibel, machen Britpop, Indie, Disco mit eigenen Songs. Ja, zu unserer Musik. Also wir machen britische Popmusik, ein bisschen Richtung Oasis, ein bisschen tanzbar in Richtung To The Cinema Club. Haben halt unsere zwei Gitarren dabei, Bass, Schlagzeug, Gesang. Ja, wir haben auch letztes Jahr schon gespielt auf der Musikantenbörse, hinten auf dem größeren Marktplatz. Ja, drauf gekommen bin ich, glaube ich, über das Internet. Da haben wir Kontakt aufgenommen mit Andreas und der wollte uns auch gleich für dieses Jahr wieder haben, haben wir gleich was abgemacht. Und die Gruppe Jelly Bay. Ja, ich bitte einmal meinen ganz, ganz großen Applaus für die Band Jelly Bay. Bitte. Ein Jelly-Interview. Moin, moin. Ich heiße Bernd von Jelly Bay. Das sind meine Musikerkollegen. Hallo, ich bin Tom von Jelly Bay, ich spiele die E-Gitarre, er hier spielt den Bass und das hier ist unser Sänger Alex. Jetzt reicht mir doch das Mikro durch, oder? Und das ist jetzt bei uns, oder? Ja, wir sind Jelly Bay aus Flensburg. Wir machen eigene Popmusik sozusagen mit selbst komponierten Songs und ja. Heute sind wir hier in Garding auf der Musikantenbörse 2013. Ich muss schon sagen, das ist eine tolle Gelegenheit für viele Musiker, sich einfach hier ein bisschen zu zeigen, sich zu präsentieren. Eine wunderbare Sache. Und außerdem meinte Rainer, der Organisator, dass er das Wetter heute extra für uns bestellt hat. Das rechnen wir ihm natürlich hoch an. Vielen Dank, Rainer.
Nee, komm, das, Leute. Okay, das war's. Hey! Wir tun einfach mal so, als hätten wir die Bühne super gerockt, ne? Also, liebe Leute, kommt auch das nächste Mal hier vorbei. Es lohnt sich. Großartige Menschen, geiles Wetter, super Bands. Das Wetter kotzt mich quasi an. Es ist wieder Sonnenschein. Ich glaube, wir haben 28 Grad. Das ist also ja für uns natürlich ganz toll. Aber dieser Sommer ist einfach zum Verzweifeln. Hi, wir sind Susan Feelgood. Sag nochmal Hallo. 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 Susan Feelgood aus Kiel. Das ist Susanna, ich bin Bernhard und wir sind das einzige Duo der Welt, das zu dritt ist. Da unten auf dem Fußboden liegt Walter, das ist der Bass. He was a Ja, und wir covern Musik aus aller Welt in der besonderen Formation Kontrabass und Stimme. Also auf die Musikantenbörse sind wir aufmerksam geworden durch einen befreundeten Musiker. Und der hat gesagt, das ist toll da, geh da mal hin, stell dich mal vor. Und ja, dann haben wir Kontakt gemacht zum Lüttmatten und dann hat es gleich geklappt, ne? Ja, wir haben zwar jede Menge Bands, die hier spielen und auch schon gespielt haben. Und wir haben jede Menge Bands und Formationen, Solisten, die Formation, die hier immer wieder gern spielen wollen. Aber wir suchen natürlich jede Menge neue Bands. Also wer hier in Garding bei der Musikantenbörse auftreten möchte, der sollte sich unbedingt bewerben. Und zwar kann man über die Seite www.musikfuergarding.de erfahren, wo man sich bewerben soll. Bewerben in Anführungsstrichen. Denn wir nehmen natürlich gerne alle Bands, auch wenn wir nicht unbedingt wissen, was sie machen. Denn unser Motto heißt, wer meint, er kann, der darf. Also nicht scheuen, wer meint, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit, der soll es mal probieren. 1,5 bis 2 Stunden Programm und schon kann man hier spielen und sich und seine Musik präsentieren. Wie gesagt, unter www.musik-für-garding.de und da ist Andreas Daniel, der Ansprechpartner und den müsst ihr da suchen und an den müsst ihr eure Bewerbung schicken. Ich bin Andreas Daniel. Bei mir laufen die Fäden zwecks der Bühnenplanung zusammen. Ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Ich versuche, jede Band, die hier in Garding spielen möchte, zu setzen. Wir würden uns freuen über neue Bands. Meldet euch bei uns. Eines der Highlights der Musikantenbörse 2013 war natürlich der Auftritt der St. Jürgen Blues Band aus Dithmarschen. Entstanden aus einem Blues-Gottesdienst 2006 in der St. Jürgen-Kirche Heide, nimmt die Auftrittszahl der Band kontinuierlich zu. Nach der Dithmarschen-Party 2007 in Heide hat die Band Kultstatus im nordfriesischen Raum erreicht. Das Repertoire hat sich seitdem vom Blues über Bluesrock, Klassikrock bis zu deutschsprachiger Rockmusik entwickelt. Also was mir an der Musikantenbörse total gut gefällt, ist, dass so viele Leute irgendwie das möglich machen, freiwillig helfen, ohne dass sie großartig angeleitet werden. Man muss sich hier einfach mal um 5 Uhr in Garding auf dem Marktplatz stellen und mal gucken, was hier so abgeht und die strenge Straße runtergehen, dass da irgendwie 20 Leute schleppen, packen, tun. Man das Gefühl hat, dass sie sich alle irgendwie die ganzen Wagen ineinander verkeilen und dass um 7 hier gar nichts stehen wird. Und dann geht's los und die Bands spielen, alles ist voll, mega geil. Ebenfalls dieses Jahr auf der Musikantenbörse, und zwar auf der Lüttmattenbühne, Nina Berge, die neue Stimme aus Kiel mit ihrer Nina Reloaded Band. Mit ihrem eigenen jazzig-bluesigen Touch interpretiert die Band Songs von Duffy, Joss Stone bis Janis Joplin an diesem wunderbar lauschigen Sommerabend in Garding. Yeah.
Moin, wir sind Game Over und die Spielfiguren aus Hamburg. Einige von uns sind ursprünglich Nordfriesen, aber ja, wir haben uns jetzt der Großstadt verschrieben, aber wir kommen sehr gerne wieder hierhin. Unsere Musik ist deutschsprachig und ja, die Texte stehen im Vordergrund, aber die Musik ist nicht weniger wichtig. Ja, wir sind jetzt seit ein paar Jahren dabei und ja, spielen jetzt diesen Sommer noch ein paar Festivals und im November kommt dann die nächste Albumtour quer durch Deutschland, wo wir dann unsere deutschsprachige Popmusik mit Folk-Elementen zum Besten geben. Wir haben auf unserer letzten Tour im Herbst, ich weiß gar nicht, wann die war, in Nöttmatten gespielt und da haben wir uns so gut mit dem Veranstalter verstanden, dass er doch meinte, wir können mal hier auf der Musikantenbörse spielen und ja, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und mal gucken, wie das heute Abend wird. Vielen Dank. Sowas in der Richtung, ja. Shark? Bitte? Ja, Shark. Shark. Ich bin die Sängerin. Okay, super. Gut. Ich soll mich gleich um euch kümmern, dann bringe ich euch ein paar Essensbons, dann bringe ich euch Getränke. Wir heißen Shark, weil das aus den Anfangsbuchstaben von unseren Vornamen entstanden ist. Wir sind eine reine Wesselburener Band, das heißt, wir kommen alle fünf aus Wesselburen. Wohnhaft in Wesselburen, denn wie man hört, kommen mein Mann und ich nicht wirklich aus Wesselburen. Wir kommen noch nicht mal aus Schleswig-Holstein, wir kommen aus Süddeutschland. Die Musikantenbörse Garding ist seit 16 Jahren ein fester Bestandteil der Kulturszene auf Eiderstedt. Wir freuen uns auf weitere schöne Musiksommer mit tollen Bekannten und neuen Künstlern. Dank Rainer Martens und seinem unermüdlichen Helferteam wird das wohl auch gelingen. Also, Bands im ganzen Land, nehmt Kontakt auf und seid im nächsten Sommer auf der Musikantenbörse Garding dabei. With your tanks, ancient feeling holy.